Moin, mein Name ist Kate Stomanson, hier bei Star Citizen OOC und in dieser Out-of-Character-Folge blicken wir auf die Drake Corsair und möglichen Verwendungszwecken im RP und Gameplay des künftigen Exploration Arounder von Drake Interplanetary. Die Drake Corsair befindet sich derzeit in einer fortgeschrittenen Konzeptphase und es wird aktiv an dem Schiff gearbeitet. Ohne hundertprozentige Vorhersagen treffen zu können, vermute ich dennoch einen baldigen Flight-Ready-Status dieses oder nächstes Jahr. Es handelt sich bei der Corsair um ein Exploration-Schiff von Drake und damit das erste Drake-Produkt dieser Natur. Mit 72 SCU, einer auffällig hohen Bewaffnung und der Max-Crew von 4 Besatzungsmitgliedern bietet die Corsair nicht nur den Raum einer Expeditions- und Erkundungsspielgruppe, sondern kann auch gut für kleinere Transportflüge und offensivere Operationen genutzt werden. Ein so vielseitiges Schiff wird sicher auch abseits des legalen Radars präferiert genutzt und für viele weniger rechtlich konforme Zwecke verwendet. Die Bewaffnung und auch kompakte Größe des Schiffes, das heißt, wir sprechen von einer 55 Meter Länge, 27 Meter Breite und 31 Meter Höhe, macht dieses Schiff im Weltall als auch knapp über der Oberfläche zu einem nicht zu unterschätzenden Kampfschiff, das eigene Kräfte in Krisengebieten und auf Schlachtfeldern absetzen und abholen kann. Wozu wir auch gleich noch zu möglichen Rollenspielszenarien an Bord der Corsair kommen werden. Das Roleplay auf der Corsair. Neben den vielseitigen Gameplay-Fokussierungen des Schiffes fallen mir persönlich vor allem zwei Gruppenarten ein, für die Corsair ideal geeignet ist. Das ist einmal eine Outlaw-Bande, die autark abseits eines Heimathafens auf Raubzug- und Schmugglerfahrten unterwegs ist. Wobei in meinen Augen der klassische bedeckte Schmuggler mit der Corsair zu sehr auffallen würde. Auch wenn er damit eine waffenstarke Absicherung garantiert, besitzt die Corsair vor allem eine offensive, direkte und aggressive Wirkung auf ihr Umfeld. Eine solche Outlaw-Bande könnte aus 6 bis 8 Outlaws bestehen, wovon 4 der Personen als Max-Crew die wichtigen Positionen an Bord des Schiffes besetzen könnten. Mit ausgewählten Schlafwechselschichten würde sich auch keiner der Bandenmitglieder im Weg stehen. Dabei kann es einen Bandenanführer, einen Techniker, 2 Bordschützen, einen Bandenarzt und einen Quartiermeister geben. Ob man da noch 2 weitere Bandenmitglieder braucht, um beispielsweise spezialisiertere Zwecke bedienen zu können, bestimmt der individuelle Rahmen der Bande. Der Aufenthaltsraum bietet Raum für Gespräche, Pläne und Freizeitbeschäftigungen. Ihr könnt euch das vorstellen, vielleicht spielen die da irgendwie Karten, was auch immer. Sanitäre Einrichtungen und die Möglichkeit, Essen anzurichten, ist gegeben, sowie auch genügend Raum für die Speicherung von Daten und Lagerung von Cargo. Statt Schmuggelware und anderen Frachtzwecken kann die Bande alternativ auch ein Fahrzeug zur Bodenoffensive mitverbringen und im Frachtraum parken. Zwar sollte einer der Bandmitglieder technisches Hintergrundwissen für das Ground Vehicle besitzen und dieses instandhalten können, aber der Raum ist gegeben. Medizinische Versorgung ist gemäß der gegebenen Möglichkeiten begrenzt und beschränkt sich dann vielmehr auf jene medizinische Mittel, die eingelagert werden können. Wir reden hier von Medical Devices wie beispielsweise Medpens oder anderen Utensilien, die später benötigt werden. Eine Medbay ist nicht vorhanden, woraufhin die Bande angewiesen ist, einen freien privaten Rettungsdienst anzufragen oder zu überfallen und oder Krankenstationen unter dem Radar wie die auf Grimhex anzufliegen. Das wird das Leben als Outlaw an Bord einer solchen Bande wohl zwanghaft mit sich bringen, sofern dieses Schiff der zentrale Unterschlupf der Mitglieder ist. Man kann diese Outlaw-Gang in meinem Beispiel auch 1 oder zu 2 auf das Konzept von Söldnerbanden übertragen, wo eventuell der Schmuggel nicht erwähnenswert wäre. Kopfgeldjäger haben RP-mäßig vielleicht die Möglichkeit, dieses Schiff mitzunutzen, sofern sie als Gruppe unterwegs sind. Denn ist die Corsair wohl weniger als Schiff für die Einzelperson gedacht? Das Thema Daily Driver will und werde ich in einem anderen Thema Video ansprechen, nur sehe ich die Corsair bedingt in dieses Spektrum fallen und nicht definitiv. Doch eine richtige Kopfgeldjägergruppe, auch vielleicht von 4 bis 6 bis 8 Leute, die kann ich mir sehr gut auf der Corsair vorstellen und ähnlich wie die Outlaw-Bande operieren, autark abseits eines Heimathafens. Die zweite Gruppenart habe ich vor allem aus persönlichem Spielstil gewählt und betrifft private Militärunternehmen. Warum differenziere ich hier von den Söldnerbanden? Ganz einfach, aufgrund der Drake gesetzten Fokusrolle auf Exploration eignet sich dieses Schiff unter anderem auch für Fernspähaufklärungszwecken, also Long Range Reconnaissance, autark weit hinter feindlichen Linien und abseits eigener Unterstützungskräfte. Die verbaute Technik ist vielleicht nicht mit Mitteln einer Terrabin zu vergleichen, aber gleicht diese Tatsache mit dem erweiterten Verbringungsraum aus. Das heißt, ein ganzer Fernspieltrupp kann mit diesem Schiff verbracht werden. Und beispielsweise könnte man mit dem Schiff in einem Krater landen, sich dort verstecken und abgesessen zu Fuß eine Aufklärungstour beginnen. Abseits des Schiffes ist es dann in diesem Krater immer noch als Zuflucht und zentraler Lagerungsort, Rückzugsort des jeweiligen Fernspieltrupps dient.
Dabei bietet die Corsa Platz und Stauraum für ein Aufklärungsfahrzeug, autarke Versorgung und die notwendigen Verteidigungsmitteln im Falle eines Angriffs. Zum Beispiel nutzt der SFK Fernspieltrupp Nethakre, meiner Star Citizen PMC Orga Tyr, die Drake Corsa als Einsatzschiff für die Eigenverbringung des gesamten Trupps. Das betrifft fix 6 SFK Sturmwölfe von Tyr mit folgender Aufteilung. Wir haben einmal unseren Corsa-Einsatzpiloten, also unserem Hauptpiloten, der am Boden zugleich auch unser JTAC und Kampfmitteltechniker ist. Auf dem Co-Pilotensitz haben wir dann unseren HIT bzw. Hacking Information Technician und Fernmeldespezialist. Der befindet sich dann auf dem Co-Pilotensitz. An den beiden bemannten Geschütztürmen sitzen einmal unser Geoinformationsspezialist und Combat First Responder bzw. Medic als Bordschützen zur Abwehrzwecken in Gefechtssituationen. Am Scanner sitzt unser UAV-OSA-Spezialist für die optronische Spezialaufklärung. In dieser Rolle ist im RP In-Character auch die Möglichkeit gegeben, Informationen aus der Schiffsaußenansicht und der cinematischen Kamerasteuerung zu sammeln und zu vermitteln. Hinten im eingelagerten OSA-Rover hält sich unser DMR, Designated Marksman, als Bordeinsatztechniker bereit, im Gefecht innere Schiffsschäden zu minimieren. Abseits der Gefechtssituation gibt es auch hier wieder Schlafwechselschichten und der Aufenthaltsraum bietet einen Raum zur Operationsplanung und dem Datenaustausch sowie der Modifizierung der Waffen. Euch fallen sicher noch mehr immersive Möglichkeiten ein, die Corsa multicrew-technisch zu bespielen, sowohl out of character als auch in character. Grundsätzlich ist niemand dazu verpflichtet, Schiffe von CIG mit Echtgeld zu kaufen, da wir diese später auch in-game erspielen und erwirtschaften können sollen. Doch für jene, die mit dem Gedanken spielen, sich die Corsa doch jetzt schon anschaffen zu wollen, Star Citizen CIG zu unterstützen und darin einen tieferen Sinn finden wollen, also in dem Schiff selbst, müssen sich, wie bei jedem Schiff vorab, erstmal fragen, wofür genau möchte ich dieses Schiff verwenden? Das betrifft vor allem die Rollenspieler unter uns. Die werden das dann weniger wegen dem Sammlerdrang anschaffen wollen, sondern die brauchen natürlich dann einen authentischen Zweck für sich selbst, warum sie dieses Schiff dann plätschen und auch in-Character, in-Game dann besitzen. Bist du ein einzelner Händler, der Lebensmittel zwischen Orison und Hurston fliegen möchte, wird dir die Corsa nur bedingt Platz für jenen Zweck bieten. Zudem aber ist es natürlich auch fragwürdig, was dein Charakter mit so viel Raum und Bewaffnung als Händler bezwecken will und welchen Eindruck er damit auf seine Umwelt ausübt. Im RP sollten vor allem die oben genannten Spielergruppen Gefallen am Corsa Multicrew Gameplay finden. Doch will ich niemanden ausreden, die Corsa einfach nur als Daily Driver zu nutzen. Welche Fragen ich mir eigentlich immer selbst stelle, wenn ich mir ein Schiff anschaffe, das kann ich euch sagen. Und das sind quasi immer so 6 Fragen, die ich mir stelle, bevor ich mich dazu entscheide, dieses Schiff überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass ich dafür plätschen werde. Ob ihr nun ein Schiff aber plätschen wollt, weil ihr CIG unterstützen möchtet, damit Star Citizen zeitnah rauskommt, das ist natürlich eine ganz andere Begründung, die diese Fragen nicht betreffen wird. Erste Frage, der persönliche Verwendungszweck. Zweite Frage, gibt es attraktivere Alternativen? Dritte Frage, welche Citizen-Gesellschaftsschicht würde auf dieses Schiff eher zurückgreifen und gehört der eigene Charakter zu dieser Schicht und wenn nicht, wieso tut er das? Wieso greift er auf dieses Schiff zurück? Viertens, wie viele Credits müsste einem ein Charakter aufwenden, um dieses Schiff anzuschaffen und wie viel würde ihn das kosten, dieses Schiff instand zu halten? Besitzt er die Credits? Hat er die Aussicht darauf, diese Credits irgendwann zu besitzen und dieses Schiff dann auch wirklich immersiv besitzen zu können? Fünftens, sofern es ein Multicrew-Schiff ist, wie die Corsa in diesem Fall, auch wenn es nur ein kleines Multicrew-Schiff ist, besitze ich genügend Mitspieler für das Schiff? Eine sehr wichtige Frage. Kann man RP-mäßig oder auch Out-of-Character-mäßig dieses Schiff überhaupt nutzen für den Zweck und diesen Fokus, dass das Schiff mit sich bringt? Und die letzte Frage, sechstens, wie könnte man immersiv im Verse an dieses Schiff gekommen sein? Also die Backstory hinter diesem Schiff. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine Herald besitze, ne? Bist du zu einem alten Schrotthändler auf DMA geflogen, der irgendwie alte Schiffe sammelt und dort befindet sich noch diese Herald. Was ist die Geschichte genau dieser Herald, die du dort kaufst? Oder bist du zu New Deal gegangen, um dort dir ein Schiff zu kaufen? Das wäre wahrscheinlich der unspektakulärste Grund, ein Schiff zu bekommen. Das ist für mich persönlich auch nur eine grobe Orientierung. Wenn ihr einfach Gefallen an dem Schiff findet und ihr es unbedingt haben wollt und nicht in die von mir beschriebene Kategorie fällt, dann will ich euch damit auch nicht vom Kauf abraten.
Die Drake Corsair ist ein spannendes Exploration-Schiff, welches in meinen Augen mehr als nur ein Explorer sein kann. Durchaus sehe ich einen soliden Arounder in diesem asymmetrischen Drake-Drachen und kann durchaus nachvollziehen, dass dieses Schiff unterschiedliche Spielertypen anziehen wird. Mir persönlich gefällt auch das Konzeptdesign und ich freue mich, die Corsair hoffentlich in naher Zukunft im Spiel begrüßen zu können. Dann wird es ganz sicher auch ein neues Video von mir zu diesem Thema geben. An dieser Stelle will ich mich auch einmal noch für die 100 Abonnenten bedanken und mich für meine einmonatige Pause entschuldigen. Aus gesundheitlichen und technischen Gründen mussten YouTube, Twitch und auch Star Citizen unter diesen Umständen nachgeben, aber jetzt stehen meine alten und neuen Formate in den Startlöchern und werden wieder so gut es geht mit Arbeit und Spielspaß befeuert. Ich freue mich auf weitere RP-Abenteuer mit euch im dunklen, weiten Verse von Star Citizen und werde auch dieses Out-of-Character-Format hier, diese Reihe, der werde ich mehr Aufmerksamkeit als ursprünglich geplant zukommen lassen. Damit verabschiede ich mich und würde sagen, wir sehen uns im Verse.